Und somit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Salt and Sanctuary. Ja, ich habe Offcam jetzt ein bisschen gelevelt, das war auch zwingend notwendig. Ich habe jetzt auch die Waffe ein bisschen verbessert, ich habe eine neue Klamotte, also was heißt neu? Ich kann die jetzt endlich tragen, ich habe die auch direkt mal ein bisschen verbessert. Ihr seht oben, ich habe jetzt 8 Kräuter dabei. Und ich hoffe, ich hoffe einfach wirklich mal so wert, dass das jetzt schon genügt. Weil ja. Ja, ihr seht schon. Ja, ich habe ein paar rote Scherben, die wurden mir ganz gut geklopft von Gegnern. Ich habe jetzt einen Feuerresistenzring dran, ihr könnt euch denken, warum. Und ich habe das Plattenband, weil das erhöht die Stärke. Von da scheint, dass ich weniger dauerhaften Schaden erleide und ja, damit ich ein bisschen mehr aus... Willenskraft, genau. Dass ich ein bisschen mehr Stamina oben habe. Gut, eine rote Scheibe kommt jetzt auch nicht drauf an. Genau, wir müssen gehen. Erinnert euch, unser Kumpel, Kollege Ritter da hinten hat uns von der Diebin erzählt. Oder einem Dieb. Das ist die Dame hier oben. Zu ihr müssen wir nämlich kommen. Ihr seht nämlich rechts von ihr wieder so ein Lagerfeuer. Das heißt, hier bekommen wir eine neue Rune, die uns dann auf die Haut oder auf dem Arm gebrannt wird. Aber hier können wir schon mal einen kleinen feinen Shortcut aufmachen. Ein Phönixrundache. Rondage? Keine Ahnung. Ein Schild, denke ich, ist das Teil. Ja. Zu ihr müssen wir auf jeden Fall. Zwingend. Und zwischen ihr und uns steht nicht nur eine Erhöhung, die wir nicht erreichen können, ne? Ja. Da ist auch noch was anderes. So ein Drache. Oder so. Wie man es denn möchte. Ich glaube, ich bin fast geneigt, meine Kopfbedeckung mit der hier zu tauschen, weil die hat 20 in Feuerabwehr. Ich hätte auch noch was anderes besseres in Feuerabwehr, das hier. Aber ihr seht schon, die anderen Werte, Schlagverteidigung und so, da ist mein verschimmeltes Frauenhemd schon deutlich besser. Gut, silbernes Blatt. Ich muss echt mal gucken, was macht das überhaupt. Silbernes Blatt haben wir es doch. Seines Blatt, wir fahren aus dem Nacken, bla 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 bla. Also hier ein bisschen Zutaten kann ich sagen. Ach so, okay. Transmutations. Dingens Gedönse. Auch nicht. Ich habe mir hier oben schon mal den Schockstein ausgerüstet in der Hoffnung, dass der kommende Gegner eine gewisse Schwäche gegenüber Blitze hat. Ich bezweifle es ganz ehrlich. Ich bezweifle es selbst. Das ist eine doofe Idee, oder? Na, wir sind jetzt wieder bei der Diebin hier, ne? Keine Ahnung, was das für eine Bewandtnis hier hatte. Ja, egal. So, immerhin haben wir hier unten ein kleines Sanctuary. Das ist schon mal... Ich hoffe, wir werden sich öfters besuchen müssen. Das ist wirklich so ein Gegner, der jetzt nervig sein kann. Der kann wirklich sehr nervig sein. Äußerst nervig. So. Dann wollen wir mal. Hier. Krakenwurm. Krakenwurm. Ein Wurm, also ein... Also, ich bin jetzt mal... Aua! Autsch! Und da ist er schon vorbei. Ja.
habe ich mein Dienstpapier einfach mal vergeudet. Ja, wie gesagt, also was mir schon aufgefallen ist bei dem Gegner. Manchmal tust du dir echt einfach. Da geht es super gut. Und dann manch anderes Mal geht er dir einfach nur auf den Sack. Ich habe jetzt hier auch ordentlich gelevelt. Ich habe auch sehr viel in Dingens geskillt, in Stärke noch, weil mein Schwert skaliert. Autsch! Au! Feuer ist im Übrigen sehr scheiße. Das ist so. Wenn das einen erwischt, Feuer verödet direkt Wunden. Was so viel heißt wie, es wird einem oben, ihr seht ja, dauerhaft so und so viel Schaden zu, von dem man sich nicht erholt. Shit. Also bisher, es könnte deutlich besser. Autsch. Deutlich besser laufen. Oh. Sicher ist sicher. Ja gut, was will halt niemand da so einen großen machen. Aha. Na, zack, heilen. Ah ja. Oh, ich lebe noch. Ich lebe noch. Jetzt nicht mehr. Ja, die Sache ist, die hat eine richtig scheiß Hitbox. Das muss ich ganz ehrlich so sagen. Ich meine, ich weiß, warum ich im Vorfeld eigentlich so ziemlich alles, was ich an Salz habe, ausgegeben habe. Die Sache ist die, hier ist eine Kiste. Ein Steinhändler, okay. Die Sache ist die, ich könnte natürlich jetzt auch noch weiter leveln. Hab auf der einen Seite aber keinen Bock, auf der anderen Seite, ich muss ja auch so irgendwie gehen, das ist der nächste Gegner. Übrigens, ich glaube, die Kerzen zeigen an, umso mehr Kerzen hast du, umso wahrscheinlicher ist die Chance auf einen Sieg. Ja, schön! Spam doch, ja, spam die Attacke weiter, ja, mach doch, bitte. Ich meine, was will ich denn da groß tun? Jetzt fress ich den Feuerangriff. Jetzt fress ich den Schweif. Ich meine, ich kann doch hier nicht mal weg. Das wird heute noch was länger, aber ich glaube, wir machen das in der Folge schon noch. Also, keine Sorge, irgendwie. Ja. Ja. Zur Not hätte ich Blitz noch. Ich bin mir aber nicht mehr ganz so sicher, ob bei dem Blitz überhaupt so wirklich viel bringt. Ernsthaft, ich will es gerade überlegen, vielleicht heile ich gar nicht mal so schlecht bei dem. Ich meine, von meinem 8 Rotgras her, da müsste eigentlich ja genügen. Und ich habe zur Not, gut, sie sind jetzt keine Riesenhilfe, aber ich habe noch von den Blutscheiben-Dingern, da habe ich auch noch 50 Stück. Die Sache ist halt die, ich komme nicht mal an ihm vorbei. Ich kann nicht vorbeirollen. Aha, alles klar, am Arsch. Aye. Ah,
merkt doch bitte, wie die diesen langsamen Schweif angeht. Der ist genial, wenn ich das so anmerken darf. Sieht schon mal deutlich besser aus. Ich wage es noch nicht zu sagen, dass wir es jetzt gleich schaffen, aber wichtig ist mir hier sehr weit von den genau. Also so geht's jetzt momentan. Ich bleib lieber mal eine rote Scheibe ein. Scheiße. Ja, ich glaube, es könnte was werden. Ich wage es, mich aus dem Fenster zu lehnen und zu sagen, wir haben ihn. Schnell den Ring für mehr Salz dran. Ich hoffe, das zählt noch. Zählt noch? Ne, wir haben schon bekommen. Na egal. Dann lasse ich den direkt mal dran. Ich glaube, mein Ring ist Setup, werde ich mal so behalten. Ich finde den Hut einfach viel cooler. Und ja, das war der Krakenwurm. Es war jetzt schon eine ziemliche Hürde, aber wir haben sie ja jetzt und dann. Ne? Genau, da gar nicht weiter drüber nachdenken. Das war jetzt einfach wieder nur so eine Geduldsprobe. Einfach ruhig bleiben und dann. Es klappt schon irgendwie. So, Hallöchen. Gezackter Schlüssel haben wir bekommen. Und wer bist du? Oh, hallo. Warum ich hier nur rumsitze? Ich bin die beste Diebin der 8 Königreiche. Was kann ein Dieb gegen einen Drachen ausrichten? Ein Dolch gegen solche Schuppen? Nein. Also sitze ich einfach nur hier. Schön. Sehr schön. Du hast den Drachen getötet. Scheint so. Die Kate kann das. Nun, wenn du das geschafft hast, kann vielleicht selbst einer wie ich mächtige Monster fällen. Ja, jetzt aber mal ein bisschen größenwahnsinnig hier, ja? Hier, nimm dieses Brandmal. Es wird wehtun, aber es ist ein wichtiges Werkzeug für einen Dieb. Zack. Und jetzt haben wir den Schattendruck-Brandmal. Schattendruck ist das hier, wenn ich mich recht entsinne. Genau, wir können uns jetzt von Wänden abstoßen. Wir haben ein Impenamulett. Erhöht Angriffstempo, aber das Impenamulett fügt Angriffen Feuerschaden hinzu. Ich weiß nicht. Ich glaube, die Welt bringt das bei der Waffe eh nicht. Nein, dann. Wir werden Feuerschaden nehmen. Wir werden Feuerschaden nehmen. Es gibt einen Schatz im Herzen der Insel und er wird mir gehören. Warte nur ab. Ja, ja. Schauen wir mal, ne? Schauen wir mal. Ja, normal ist es hier ein Dead End, aber ihr seht ja, jetzt mit der neuen Fähigkeit hier können wir uns ja ganz einfach wieder rausmanövrieren. Und da wir hier eine Abkürzung haben, tap, gehen wir direkt hier weiter. Die Blitzpapier lege ich lieber wieder ab, nicht, dass ich aus Versehen dann mal benutze. Das wäre nicht so geil. Aua. Und jawohl, ein Hofmagier. Oh, jetzt habe ich schon zwei, fehlt mir noch eins. Kann ich wieder eine Quest abschließen? Wir sind ja richtig. Muss er mich hier hin? Genau. Da ist hier wieder ein Obsidian-Obelisk. Hier unten. Haben wir noch einen Hebel, dann können wir das Tor hier aufmachen hinter dem Ritter des sicheren Todes. Und wir gehen aber erstmal hier weiter, weil kennt ihr den hier noch? Ja, Fässer und so immer kaputt machen, es könnte Geld drin sein. Ah, hallo, mein Freund. Da ist unser Händler hier. Oh, und er verkauft ein Soldatengedicht. Werden wir doch gleich mal zuschlagen. Noch drei Stück. Wenn meine Waffe aufwerten kann und meine Rüstung. Oh, eins geht schon noch. So, er verkauft immer noch
befleckte Seite, damit können wir Dunkelschaden unserer Waffe hinzufügen. Ich weiß gerade gar nicht. Ich nehme meins mit. Und hier, ihr seht ja, er verkauft das Set der Königin des Lächelns, hier des Sodden Knights und bisher hat er noch nicht mehr, aber wir finden ihn jetzt Gott sei Dank immer hier. Das ist ziemlich praktisch. So, jetzt gehen wir hier runter, ob ich will oder nicht, wer wird uns jetzt diesen Typen hier stellen müssen. Autschi. Gott sei Dank habe ich noch Kräuter dabei. Autsch. Da kommt denen eigentlich ganz gut bei. Der Feuerschaden macht sich wirklich bezahlt. Da kann ich es in Kauf nehmen. Ich meine, ich gehe jetzt auf der Waffe erstmal darauf hinaus, dass ich nicht viele Schläge brauche, um zu killen, sondern möglichst wenige. Also wenn ich treffe, dann muss schon richtig ordentlich sitzen. So. Ah, schaut mal an. Es bleibt bestehen. Will es mich kennenlernen? Natürlich. Wenn Sie hin und her huschen, existiere ich. Wenn Sie Ihre erbärmlichen Götter und Idole preisen, existiere ich. Wenn sie ihre lächerlichen Kriege kämpfen und für sterbliche Könige und Verräter sterben, existiere ich. Alle Priester der falschen Götter knien vor mir nieder. Alle Könige und Reiche, egal wie großartig oder klein, knien vor mir nieder. Das Leben kniet vor mir nieder. Der Tod kniet vor mir nieder. Ich hoffe, ihr habt das gut vorgelesen. Punkt, Punkt, Punkt. Ja, mysteriös dieses Ding. Also es scheint auf jeden Fall entweder einen echt extrem hässlichen Komplex zu haben oder das Ding ist echt extrem kacke. Und das meine ich im schlechten Sinne, weil es klingt, als wäre es saumächtig, wenn man das, wenn es so von sich so redet. Also ich meine nur, das muss nicht gut sein. So, und jetzt gehen wir auf der anderen Seite des Berges gerade quasi gerade wieder hinab in die Red Hall of Cages, die rote Halle der Käfige. Ja, das Schloss der Stürme hat eine ziemlich große Folterkammer. Das muss man so sagen. Den Weg, also fertig. Eine rote Scheibe, oder benutzen wir auch lieber mal die. Ich möchte hier lieber mal meinen. Oh, cool, drei Schocksteine. Ich möchte hier lieber doch mal meine Kräuter etwas besser einteilen. Und da haben wir sogar schon gleich wieder eine bekommen. Sehr schön. Und zack. Hm. Was bist denn du? Egal, spar dir den Atem. Oh, Bernstein-Idol. Das ist für einzigartige Waffen. Ich erläutere das mal. Bernstein-Idole, muss man so sehen, die sind wie Glitzer-Titanit. Oh mein Gott, ich bin gerade schon erschrocken. Die sind wie Glitzer-Titanit. Ich dachte schon, scheiße, was ist denn das jetzt? Ach, das ist ein. Okay. Ja, gehen wir mal hier entlang. So ein Sanctuary wäre mal extrem nice. Wenn mir denn der dreiste Anspruch auf eines gewährt werden würde, das wäre cool. Hm. Genau, hier möchte ich hin. Und dann gehen wir hier entlang. Ich muss erstmal hier. Ah, keine Mimik. Allmählich traue ich den Kisten nicht mehr. Oh, geflickter Rock, geflickte Handschuhe, also das geflickte Set. Ich gedacht, dass man das hier findet. Auch gut. Ich hoffe, ich vergesse es jetzt nicht. Aber ich gehe jetzt erstmal hier entlang, weil wie gesagt, Priorität als. Perfekt. Ich wollte schon sagen, Priorität als bei mir jetzt erstmal ein Sanctuary finden, aber
Ich meine, optimal, was will ich denn mehr? Ich habe ja eins. Und wir beanspruchen diese Sanctuary in der Hölle. Für die Bruderschaft der Eiche. Das klingt so dämlich, tut mir leid, aber der Eid ist gut. Was will man mehr? Natürlich gleich wieder einen Führer. Ja, der genügt erstmal. Schmied brauche ich, glaube ich, gerade keinen. Genau, wir gehen jetzt erstmal wieder nach oben. Ich weiß, wo es hier weitergeht, aber. Also, ich glaube es zu wissen, ich weiß es nicht mit Sicherheit. Autsch. Sehr gut. Brauchst nur nicht mit einer starken Hand hauen. Die Knie. Aua. Die haben Giftpfeile. Ist das jetzt lustig, ja? Ich finde es gar nicht lustig. Na also. Ach, schaut doch mal, wer da sitzt. Schaut uns an, wohin wir gehen. Passt auf, solange wir die Köpfe tauschen. Ich mach das nochmal. Schaut uns an, wohin wir gehen. Passt auf, solange die Köpfe taumeln. Amboss, Wand und Decke. Die verkehrte Tür, das Schloss und ihre Kette baumelt. Ja, hört sich auf Deutsch nicht so toll an, ich weiß. Die Drachen hoch, verliese tief, find die Stimme, die Krähen erschreckt. Das Tief, schwarze Hölle und das Dunkel sehr gewieft, verrückt. Ergibt keinen Sinn, ist auf Englisch deutlich besser. Aber egal, sie haben sich Mühe gegeben. Insel voll gemeine Dinge, gebrochene Länder und Könige, Herrscher über Länder bar. Beherzige die Weisheit von diesem Narr. Könige, also hier gab es also wohl auch mal Königreiche und so. Na gut, Schloss des Sturmes und so. Ja, das war's dann. Ich weiß nicht, was er uns gerade mitteilen wollte, was wir beherzigen sollen, aber ich finde es halt schön, dass man immer wieder mal wieder ein NPC trifft. Das ist so was, wo ich sagen muss, das fand ich in Dark Souls 3 ein bisschen schade. Dass man da so oft halt einfach nur allein unterwegs ist. Ne, keine geheime von schade. Hätt's gedacht, egal. Jo, da haben wir noch einen Gegenstand. Ohr eines verketteten Mannes. Noch was? Na da schon, und noch eins. Oh, silbernes Blatt. Ich kann da schon ganz einen Baum mit bepflastern, so viel habe ich von diesen Blättern. Erstmal zum Sanctuary nochmal, weil ich habe hier gerade fast 20.000 Salz bei mir. Das wäre scheiße, das zu verlieren, wisst ihr? Habe ich jetzt zwei, ich müsste drei Kugeln. Drei, ich habe insgesamt drei. Da brauche ich vier. Wenn ich vielleicht Salz, könnte das eventuell, wenn ich salze? Reicht das zufällig? Nein. Aber gleich. Momentchen. Einmal. Hallo, ich bin hier. Aua! Böse. Komm, irgendwo noch ein Gegner. Na also. Zack. Jetzt genügt es aber. Mit den Ohren zum Beispiel oder eben Salz ist je nach dem Gegnertyp unterschiedlich. Da kann man sich eben auch Klamotten oder eben Waffen mit herstellen. Lege ich jetzt nicht so viel Wert drauf, aber es geht. Also wenn man rumexperimentieren will oder so. Das ist mal gar nicht mal so doof. Dann werde ich mal das hier für mich jetzt beanspruchen. Und zwar sehen wir jetzt schon einen Schwertkämpfer Klasse 4. Das ist ziemlich gut. Wir bekommen 4
Stufe 4 Großschwerter können wir benutzen, Stufe 3 Großschwerter können wir benutzen. Wir bekommen 4 Punkte in Stärke. Auf einem Schlag. Also wir sind jetzt schon ziemlich... Ich muss jetzt gleich mal testen. Wo geht's denn hier hin? Na, schauen wir gleich mal. Was? Ah, hallo. Erstmal einen Gegenstand klauen. Teutis-Schild. Moment. Teutis-Schild. Ist der gut? Der wiegt vermutlich mehr. 10 Kilo. Bisschen Elementarabwehr, nicht so toll, aber... Was? Es sieht halt ein bisschen stylischer aus, finde ich. Naja, das eine Kilo, das reißt jetzt auch nicht raus. So, hallo. Du hast den Drachen erschlagen und ich war nicht mal da, um zu helfen? Tut mir leid. Ich denke, ich brauche dann wohl einen neuen Auftrag. Nun gut, der Tempelturm. Oder soll ich zuerst in das Verlies unter dem Schloss? Da, wo wir gerade hergekommen sind, meint er. Mein Herz will, was auch immer im Tempelturm liegt. Aber vor ihm befindet sich dieses verdammte Gebiet. Der Dom der Vergessenen. Ein treuloser Ort. Voll widerhallendem Elend. Und von Leid und Schmerz. Nun, vielleicht sollte ich mich durch das Verlies kämpfen, egal wie schlimm es scheinen mag. Ich weiß, dass es auf jeden Fall besser als dieses verfluchte... ich weiß, dass er auf jeden Fall besser als dieser verfluchte Dom ist. Ansichtssache. Hast du noch was zu sagen? Wann immer du Angst hast und alleine bist, erinnere dich daran, dass du dein eigener Held bist. Er erinnert mich ein bisschen ans Liebe, ich weiß auch nicht warum. Tja, genau, und hier haben wir noch ein... Das ist später noch eine Abkürzung hier. Das ist aber jetzt momentan für uns uninteressant. Das Himmel hier ist echt schön. Ja, bedenkt der Himmel hier. Also, je weiter wir gen Süden gehen, umso tiefer gehen wir hinab. Das ist schon der Himmel, den wir hier sehen, über uns, aber... Nein, eigentlich, nee, halt, passt. Mein Fehler. Das über uns ist das tiefe Meer. Die Tiefe, wenn man so möchte. Das tiefe Schwarz. Alles Leichen. Na, leck mich fett. Aber immer fleißig. Gehen wir erstmal hier entlang. Erstmal ein bisschen die Lage aussondieren und dann können wir in der nächsten Folge dann schauen, was wir genau tun. No? Und hier geht es wohl zum Dom. Das sieht man hier schon mal an der prächtigen Treppe. Liegt Truhe. Ne, echte Truhe. Yay! Sohai Tabi, Sohai Kesa und Yuzu. Scheint mir irgendwie was Japanisches zu sein. Nein. Hallo. Nein, ich möchte gerne. Danke. Auch nix. Ach so, ja. Die Tempelüberreste, der ruined Tempel. Ja, kann man so übersetzen, ja. Diese rote Wand heißt so viel wie. Nein. Das heißt so viel wie ja hier, für dich. Nein. Du gehst hier nicht weiter. Ja, dann gehen wir mal hier rein. Hier weiß ich sogar, wo das. The Dome of the Forgotten, der Dom des Vergessenen. Hier weiß ich sogar, wo das Sanctuary ist. Und das hier ist die eine Mimik. Die sehen so aus. Gott sei Dank machen wir Feuerschaden. Weil die vertragen vorher nicht so. Und nun, meine lieben Freunde, werde ich schon mal sagen, herzlichen Dank fürs Einschalten und wir sehen uns in der nächsten Folge Solden Sanctuary. Ich werde hier nochmal kurz... Das Sanctuary für die Bruderschaft der Eichel für mich beanspruchen und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis denn dann und tschüssi.